Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar gibt es heute mal 4+1 super einfache Wege, aktuell Millionär in GTA Online zu werden. Wieder geht los, viel Spaß dabei. Ja Leute, ihr wisst es ja, ohne Geld geht in GTA Online nichts. Und deswegen gibt es heute einfach mal 4+1 super einfache Wege, diese Woche reich in GTA Online zu werden, denn die aktuelle Eventwoche gibt uns da wirklich tolle Möglichkeiten für. Wenn dir dieses Video heute auch gefällt, dann würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du mir auf dem Video einen Daumen nach oben da lässt oder auch wenn du das Video mit deinen Freunden und Kollegen teilen würdest. Jetzt schickst doch einfach mal kommentarlos in die Klassengruppe rein und schau mal, was passiert. Gut, aber weil ich ja weiß, wie dringend einige von euch Geld in GTA Online brauchen, würde ich sagen, lasst uns direkt mal mit dem Video anfangen. Also Möglichkeit 1, wir fangen erstmal low an. Ihr macht das aktuelle Zeitrennen, denn für die Zeitrennen bekommt man ja normalerweise 100.000 Dollar, aber in der aktuellen Eventwoche, die noch bis Donnerstag früh geht, gibt es das Dreifache an Geld und RP für diese Zeitrennen. Das bedeutet, ihr bekommt für das Zeitrennen insgesamt 312.000 Dollar. Aber hier ein kleiner Hinweis, man kann diese 312.000 Dollar für die Zeitrennen nur ein einziges Mal in jeder Eventwoche bekommen, also das ist ein einmaliges Geld. Wie genau das Rennen funktioniert, in welches Fahrzeug du dafür am besten nehmen solltest und sowas, das erkläre ich übrigens in einem eigenen Video, ist aber auch gerade hier oben rechts verlinkt. Schau es dir einfach mal an, weil dann weißt du perfekt Bescheid, was du hier für dieses Zeitrennen machen musst. Möglichkeit 2 nach dem Zeitrennen, was ihr gerade wahrscheinlich gemacht habt, macht direkt nochmal das andere Zeitrennen, nämlich das RC-Zeitrennen oder das RC-Zeitrennen. Das ist so wie ein normales Zeitrennen, nur dass man da halt kein normales Auto fährt, sondern diese kleinen Spielzeugautos bzw. diese kleinen Fernsteuerungsautos. Das dauert auch bloß 1,5 Minuten und für das bisschen Zeit bekommt man beim Gewinn auch nochmals 312.000 Dollar. Wenn also diese beiden Rennen abschließt, dann braucht ihr dafür vielleicht, sagen wir mal, 10, 15, vielleicht auch, wenn ihr echt schlecht seid, 20 Minuten und dann habt ihr einfach schon locker flockig 624.000 Dollar verdient. Aber Freunde, ich weiß, ihr wollt ja Millionär werden und nicht nur 600.000 verdienen und deswegen kommen wir jetzt mal zu Möglichkeit 3, spielt den Powerplay Gegnermodus. Denn auf diesen Gegnermodus gibt es gerade auch dreifaches Geld und RP und wenn ihr jetzt zum Beispiel 4 Runden Powerplay spielt bei einem 20er Killziel, bekommt ihr normalerweise dafür 109.000 Dollar, also wenn ihr im Gewinnerteam seid. Aber weil es ja dreifaches Geld gibt, sind das Ganze 327.000 Dollar für 4 Runden. Und selbst wenn ihr jetzt nicht jede Runde gewinnt und auch nicht immer am besten Team seid, dann werdet ihr da dennoch in 4 Runden auf mindestens 150.000 Dollar kommen. Ja, und wenn man das jetzt mal mit seinen Freunden den ganzen Sonntagnachmittag macht, dann wird man alleine dadurch schon die ein oder andere Million zusammenbekommen. Und jetzt kommen wir mal zur Möglichkeit 4, denn mit den drei Möglichkeiten, die ich euch gerade genannt habe, solltet ihr auf jeden Fall so auf 1 Million kommen und dann habt ihr vielleicht noch ein bisschen was auf der hohen Kante und mit diesem Geld, was ihr dann habt, solltet ihr euch unbedingt ein CEO-Büro kaufen und damit anfangen, das Spezialfracht-Business zu betreiben, denn auch auf die Spezialfracht gibt es aktuell doppeltes Geld und RP und wenn ihr ein großes Lagerhaus voll habt und das dann verkauft, bekommt ihr, und jetzt haltet euch fest, 4,4 Millionen Dollar, also wirklich unglaublich viel. Gut, hier muss man natürlich auch sagen, dass man dafür 111 Kisten besorgen muss und man immer nur 3 auf einmal besorgen kann. Das heißt, man muss insgesamt 37 Free-Roam-Missionen dafür spielen, aber dafür bekommt man dann auch 4,4 Millionen. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Man schafft das Ganze jetzt natürlich nicht in 1 bis 2 Stunden, aber wenn man das mit 3 Kollegen macht und vielleicht einen freien Abend hat, ich meine, es sind ja auch gerade Ferien, dann wird man das auf jeden Fall mindestens an einem Tag einmal schaffen und dafür dann 4,4 Millionen kassieren, ist ja schon ziemlich fett. Ja, und jetzt kommen wir mal zu Möglichkeit Nummer 5. Kauft euch einfach einen Money Boost bei meinem Partner Loot4Games. Denn vielleicht fehlt euch ja die Zeit, ewig lange GTA Online zu spielen, aber ihr wollt dennoch den Spaß erleben, den GTA Online zu bieten hat. Dann schlagt doch einfach mal bei meinem Partner Loot4Games zu. Denn dort gibt es wie gesagt Money Boosts für euren bestehenden Account auf der PlayStation 4, Xbox One und auch auf dem PC. Und nicht nur Money Boosts für GTA Online haben die im Angebot, nein, dort gibt es unter anderem auch noch Sachen für Forza Horizon, COD, FIFA und vieles mehr. Also wenn ihr Bock habt, schaut euch doch einfach mal den Store an. Gut, aber das war's jetzt ja auch schon wieder mit dem Video. Wie sieht das denn da bei dir aus? Welche Möglichkeit wirst du denn jetzt gleich erstmal ausprobieren und wie viel Geld hast du eigentlich gerade in GTA Online? Ich für meinen Teil muss ja sagen, ich bin jetzt knapp bei 101 Millionen Dollar angekommen. Aber wie gesagt, wie viel Geld hast du denn? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt drauf. Ja, und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.